Hallo, ich habe hier Susanne Graf. Bist du eigentlich jüngstes Mitglied im Abgeordnetenhaus in Berlin? Ja. Und? Stolz drauf? Naja, warum sollte man auf sein Alter stolz sein? Also, naja, ich meine, dass du in so jungen Jahren schon so viel geschafft hast, wovon andere ein Leben lang träumen. Naja, ich meine, ohne die Piraten hätte ich das auch nicht geschafft. Und die Basis, die mich dann schlussendlich dazu gewählt hat, dass ich auf der Liste war. Von daher ist es eher weniger mein Verdienst als der Verdienst der Piraten. Du bist ja über die jungen Piraten gestartet. Mhm. Machst du noch was für die jungen Piraten oder hast du da keine Zeit mehr für? Eher weniger, also da fehlt mir wirklich an Zeit inzwischen. Also ich war zwar erst in der Piratenpartei, also ich bin erst danach in die jungen Piraten eingetreten. Aber momentan klappt es einfach nicht mehr. Und außer das, was im Abgeordnetenhaus geht, ist ja nicht mehr so viel Platz übrig. Auf dem letzten Bundesparteitag warst du ja in der Garderobe, jetzt machst du hier die Kinderbetreuung. Solltest du nicht eigentlich vorne stehen und Politik machen? Ich muss so schon immer Politik machen. Und ich finde es eigentlich schön, wenn die Meinungsbildung auch funktioniert, ohne dass irgendwelche Politiker da sind, die das beruflich machen. Und bin daher eigentlich ganz gerne hier hinten und mache jetzt die Kinderbetreuung bzw. die Garderobe. Es gab ja so ein bisschen Unstimmigkeit zwischen den Piraten Berlin und den Bundespiraten. Kannst du dazu was erzählen? Wie hast du das erlebt? Ich glaube, das ist größtenteils, also ich weiß gar nicht mehr, woher das alles kommt. Und ich persönlich habe nichts gegen den Bundesverband und habe eigentlich auch nur hinter dem Bundesvorstand gestanden. Und bin gespannt, was das heute alles werden wird, welchen Bundesvorstand wir diesmal wählen werden. Und, zu den Hintergründen kann ich nicht so viel sagen. Was die Mainstream-Presse ja immer brennend interessiert ist, haben die Piraten ein Frauenproblem? Nö. Wenn, warum bist du die einzige Frau in der Fraktion der Piraten? Weil niemand anderes auf die Liste wollte. Bist du denn der Meinung, dass da eine Quote her muss? Nee, ich finde Quote den falschen Weg. Ich finde es gut, wenn man einfach hingeht und anfängt, Frauen anzusprechen und zu motivieren. Hier, geh doch auf die Liste, kandidier doch einfach. Aber eine Quote muss meiner Meinung nach nicht sein. Du bist ja noch sehr jung, hast gerade Abitur gemacht. Wer denn jetzt, sag ich mal, Berufspolitiker was für dich oder ist das noch ein unbeschriebenes Blatt deine Zukunft? Also Berufspolitiker will ich auf gar keinen Fall werden. Das steht für mich schon ziemlich fest. Ich bin ja auch nebenbei dabei, mein Studium irgendwie zu machen und hoffe, dass ich... Was studierst du? Wirtschaftsmathematik. Okay. Und hoffe eben, dass ich dadurch dann danach einfach ins normale Leben einsteigen kann, ohne Politik weiter als Beruf zu machen, sondern wieder als Hobby. Ja, aber was spricht gegen Berufspolitiker? Die Piratenpartei braucht doch ein Wirtschaftsprogramm. Ja, das stimmt schon, aber ich möchte, dass man diese Nähe behält. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt innerhalb dieses halben Jahres, dass ich jetzt im Abgeordnetenhaus bin, fällt einem schon auf, dass man teilweise gar nicht mehr mitbekommt, in was für verkorksten Systemen man drin ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass man 10, 15, 20 Jahre lang nur in der Politik ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann noch mit klarem Blick darauf gucken kann und neue Ideen mit reinbringen kann, sondern da braucht man einfach wieder einen neuen Außenblick. In Berlin haben wir ja zurzeit eine große Koalition. Wie wichtig ist es da, mit den anderen Parteien zusammenzuarbeiten, um vernünftige Oppositionspolitik zu machen? Und wie weit nutzt du das? Also meiner Meinung nach ist es immer sehr wichtig, mit den anderen Oppositionsparteien zusammenzuarbeiten, aber auch mit den Koalitionsparteien. Das kann man ja teilweise auch machen. Und jetzt gerade im Familienbereich sind wir dabei, immer wieder auch zu quatschen und zu gucken, wie wir Anträge, die wir einreichen, die gegebenenfalls auch dann gemeinsam einreichen können. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut. Was hast du so an positiven Erfahrungen gemacht? Also in der Presse wird ja in letzter Zeit viel Negatives über die Piraten erwähnt. Was kannst du Positives aus Berlin, aus dem Abgeordnetenhaus? Was habt ihr bewegt? Was habt ihr erreicht? Was hat dich gefreut? Unsere Arbeit läuft, was mich letztens riesig gefreut hatte, ist, wir hatten eine Anhörung zum Thema Kinderschutz, weil wir, also die Grünen hatten einen Antrag zum Kinderschutz gestellt, wir haben einen Alternativantrag gestellt und wir hatten einen super Anzuhörenden dort, der auch richtig gut mitgemacht hat und schlussendlich hat die Koalition so weit zugestimmt, dass sie unseren Antrag nochmal überarbeiten möchte, sodass er so für sie passt und dann aber trotzdem das Thema mit berücksichtigt wird und mit eingebracht wird. Und das ist für uns, also zumindest für mich schon mal ein sehr großer Erfolg gewesen. Als der Berliner Bürgermeister Wowereit noch nicht vereidigt war, war er, glaube ich, einmal bei der Piratenfraktion. Inwieweit habt ihr in diesem Gespräch wirklich auf ihn einwirken können, eure politischen Prozesse erklären können oder war das mehr für ihn so eine Presse-PR-Aktion? Also ich muss ehrlich sagen, ich war krank, ich habe es mir nur im Stream angucken können. Aber auf mich wirkt es so, als wäre er dort, um irgendwie zu sagen, wie toll er und die Koalition zusammen ist, was den gesamten Koalitionsvertrag vorgelesen von Sinn her. Und wir hatten ja weniger Möglichkeiten, wirklich mit ihm über unsere Politik zu sprechen. An welchen Projekten arbeitest du aktuell? Worauf können wir uns freuen? Bin ich momentan dabei, die momentanen Anträge, die wir haben und die Besprechungspunkte erstmal abzuarbeiten.
was ich mir zu wünsche, ist, dass wir eine Arbeitskreis bzw. einen Squad machen, der sich mit Familienpolitik beschäftigt. Ich bin momentan auch dabei, mich in die Projekte der AG Familie einzuarbeiten, weil ich dazu nach dem Wahlkampf leider eher weniger Zeit hatte und hoffe, dass ich dort auch nochmal neue Anreize finde, so wie ich dann im Ausschuss auch Themen zu was machen zu können. Ist es eigentlich korrekt, eine Piratin als geschlechtsneutral als Pirat zu bezeichnen? Wie stehst du zu diesem Thema? Ja. Nee, sind sie nicht. Also darf man eine Piratin, Pirat, wie stehst du zu dem Thema? Also ich persönlich habe kein Problem damit, wenn man mich Pirat nennt. Ich finde das absolut in Ordnung. Ich finde es aber auch okay, wenn manche Frauen einfach sagen, sie möchten gerne Piratin genannt werden. Das muss man dann einfach berücksichtigen. Ich bin lieber Pirat. Und glaubst du, dass eine Frauenquote innerhalb der Piratenpartei die Geschlechterverteilung verbessern könnte? Ich glaube nicht. Also sie würde vielleicht dafür sorgen, dass wir mehr Frauen im Vorstand hätten, aber die Frage ist, ob es wirklich auch um Kompetenzen geht oder ob man nur an äußerlichen Geschlechtsmerkmalen das festmacht. Und für mich ist eine, ob man nur an äußerlichen Geschlechtsmerkmalen das festmacht, für mich ist eine, also eine reine Äußerlichkeit nicht ausschlaggebend dafür, dass jemand in einem Amt ist. Und von daher bin ich eigentlich dafür, dass wir das weiterhin so machen wie bisher. Darf ich dich dann abschließend noch fragen, warum bist du Pirat? Ich bin Pirat, weil ich Politik anders gestalten möchte. Sehr schön. Kurz und knapp. Ich bedanke mich für das Interview. Gerne. Tschüss. Piratenpartei. Klammern zum Ende. Klammern zum Ende. Ach, Sir.